der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren. Die haben in ihrem Leben doch nie eine Schaufel oder einen Schraubenzieher in der Hand gehabt. Guten Morgen, liebe Erstis, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe hin und her überlegt und habe mich an einen Professor erinnert, der auch mal hier stand und seine 5 Regeln des Erfolgs aufgelistet hat. Und ich habe dann angefangen, meine eigenen Regeln aufzustellen, aber nicht dafür, wie ihr erfolgreiche Künstler werdet. Da kann ich euch nicht weiterhelfen, aber ich kann euch helfen, wie ihr ein gutes Studium habt. Es wird nicht einfach, es wird schwer, es wird anstrengend, mit vielen Zweifeln verbunden, mit viel Spaß, kommen interessante Sachen auf euch zu. Die erste Regel, also wenn ihr was zu schreiben habt, könnt ihr auch mitschreiben. Die erste Regel, seid fleißig. Das ist hier ein Hort des Wissens. Es gibt sehr viele intelligente Menschen in dieser Hochschule, die alle nur dafür da sind, dass ihr hingeht und deren Wissen abschöpft. Werkstattleiter, Bibliothek, Professoren, Assistenten sind nur dafür da, dass ihr denen das Wissen abzieht. Seid fleißig heißt auch, macht Ausstellungen. Das heißt praktisch arbeiten, learning by doing. Ausstellungen machen ist das Beste, um Sachen zu lernen. Wenn ihr was produziert habt und glaubt, das ist cool, dann haut es raus, zeigt es anderen, diskutiert darüber. Bruce Lee hat mal gesagt, wenn du eine Übung wirklich beherrschen willst, dann musst du sie 10.000 Mal wiederholen. Ich persönlich habe diesen Ratschlag immer befolgt und kann ihn auch nur euch wärmstens ans Herz legen. Wiederholt eine Übung 10.000 Mal, am besten auch bei Ausstellungen, dann seid ihr irgendwann richtig, richtig gut. Das zweite ist, macht eine geile Ersti-Party. Es ist eine Tradition an dieser Hochschule, dass die Erstis eine Einstandsparty machen müssen. Zugegebenermaßen ein bisschen viel, weil ihr habt viel zu tun, der Unterricht geht direkt los, es ist alles neu, neue Leute, unendlich viel Input. Und dann müsst ihr on top noch eine Erstiparty organisieren. Das ist die erste große Herausforderung und sie ist sehr gut. All die Leute, die sich jetzt noch nicht miteinander kennen, ihr lernt euch kennen und fangt an, das erste große Projekt miteinander zu stemmen. Sehr wichtig, auch im späteren Studium, man muss immer mit Leuten zusammenarbeiten. Und die erste Party ist super. Erstens, sie bringt euch den Respekt der älteren Semester. Und zweitens, ihr habt ein Projekt, was ihr zusammen organisiert und könnt dann zusammen feiern. Sehr wichtig an dieser Hochschule ist es Feiern. Feiern gehört zur Lehre. Drittens, bildet Banden. Bildet Banden, macht sie platt. Keiner schafft sie alleine. Der Mythos vom einsamen Künstler ist tatsächlich ein Mythos. Wenn ihr Ausstellungen macht, dann sucht euch Freunde, Leute, mit denen ihr gut könnt, wo ihr ein gutes Gefühl habt, die ihr mögt, wo ihr denselben Humor teilt, macht mit denen eine Ausstellung zusammen. Ihr müsst die Sachen hängen, ihr müsst Bier einkaufen, ihr müsst Flyer machen, ihr müsst Leute einladen. Am besten teilt ihr euch die Aufgaben. Das ist die praktische Seite. Die emotionale Seite ist, Freunde fangen euch auf. Es wird passieren, dass es hier einige Tiefschläge gibt. Harte Kritik, Sachen, die nicht funktionieren, mitunter manchmal auch Verzweiflung. Dann braucht ihr Freunde, die euch auffangen, euch in den Arm nehmen und sagen, es wird alles gut. Darum ist es gut, eine Gang zu haben, die euch leiden kann, auch wenn ihr gerade total verkackt habt. Vierter Punkt, schlagt über die Stränge. Ganz wichtig, schlagt über die Stränge. Das ist hier eine Kunsthochschule. Das ist kein Unternehmen, das ist nicht der Straßenverkehr. Hier gibt es keine Regeln, an die man sich zwangsläufig halten muss. Hier sind die Regeln dafür da, um gebrochen zu werden. Ihr habt hier die Chance, in der Kunst alles auszuprobieren und auszureizen und richtig zu übertreiben. Dann wird es interessant. Ganz ehrlich, kein Mensch will brave Kunst sehen. Viel besser ist es, wenn die Möglichkeit sich bietet, Sachen auszureizen, sich vielleicht eventuell peinlich zu machen und damit neue Wege zu begehen, neue Wege zu entdecken und vielleicht was ganz, ganz Ungesehenes zu bewerkstelligen. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Ich
habe die ganze Zeit überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen was aus meinem eigenen Studium erzähle. Ich habe hier in einer ziemlich wilden Klasse studiert bei Professor Astrid Klein. Und da waren so viele Jungs, ein paar Mädchen, die die notorisch über die Stränge geschlagen haben. Also, einer war Felix, so ein Typ, der Techno-Musik super findet. Und er hat Bildhauer, es war spät abends um 10, an seiner Skulptur gearbeitet, also aus Ton. Und dazu dann halt richtig Techno-Musik aufgelegt. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig laut. Wir hatten auch gute Boxen und der Sound ist ja auch sehr gut. Und jedenfalls hat er das dann vor sich hingearbeitet mit den Händen und dazu. Nebenan, ein bisschen weiter in der Ecke, hat Roman gearbeitet. Der hat, natürlich wollte er sich nicht lumpen lassen und auch was Großes machen und hat so aus Holz eine große Skulptur gebaut und das Ganze mit Plastikfolie, mit so schwarzer Plastikfolie überzogen. Und irgendwie hat es ihm so noch nicht gefallen und er musste sich einen Bunsenbrenner nehmen und die ganze Sache so ein bisschen ankugeln, damit so Blasen geworfen werden und das Ganze noch ein bisschen mehr zerstört wird. Und natürlich hat es irgendwie angefangen zu rauchen und zu qualmen und so schwarzer, ekliger Plastikrauch, das in den ganzen Raum hat sich verteilt, alles ist zugenebelt und dazu diese laute Techno-Musik. Und dann ging auf einmal noch der Feueralarm los und dieses Hui-Hui-Hui, und das hört vielleicht früher oder später, werde ich das auch noch hören, kam dann noch dazu und der ganze Klassenraum und irgendwie hat keiner Interesse gehabt, irgendwie an dieser Situation was zu ändern. Und irgendwie haben alle so geguckt, wie geht es jetzt weiter und alles ist noch mehr verraucht und Roman hat auch weiter mit dem Bunsenbrenner noch mehr Rauch erzeugt und die Techno-Musik noch ein bisschen lauter gestellt und dann geht doch dieser Feueralarm los und plötzlich springt die Tür auf und der Hausmeister, der Nachtwächter Holger, steht mit dem Feuerlöscher im Anschlag da, mit aufgerissenen Augen, bereit jetzt jedes Feuer hier zu löschen, das die Studenten vielleicht in Lebensgefahr bringt. Und das fanden irgendwie auch alle ein bisschen cool und so im Hinterkopf gehabt für die nächste Ausstellung, dass man vielleicht sowas mit dicken Rauchschwaden macht und einen Feueralarm. Davon handelt mein Film, auch wenn er von Kriminellen handelt. Aber die Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung. Der fünfte Punkt ist meiner Meinung nach der allerwichtigste. Und den solltet ihr euch jetzt wirklich aufschreiben. Der heißt, hört auf euren Instinkt. Es ist so, dass Eltern, Professoren, Assistenten, das soziale Umfeld, Freunde einen permanent zuquatschen. Du bist ein Maler, du bist ein Fotograf, mach dies nicht, mach das nicht. Mach doch vielleicht eine richtige Ausbildung oder vielleicht denkst du nochmal drüber nach. Hört nicht darauf. Hört darauf, was tief in euch drin schlummert. Es kann sein, dass ihr als Fotograf anfangt und irgendwann im Studium feststellt, dass ihr eigentlich viel lieber mal einen Film machen wollt. Es kann sein, dass ihr als Grafikdesigner anfangt und als Performance-Künstler aufhört. Dieses Studium ist auch ein Studium der Selbstfindung. Wie wir immer gesagt haben, die zweite Pubertät. Ihr habt hier die Chance, nochmal 5 Jahre ganz genau darauf zu horchen, was in euch drin steckt, was in euch schlummert, was eure verborgenen Talente sind. Ich will das an meiner eigenen Geschichte illustrieren. Ich habe als Grafikdesigner hier angefangen, bei Professor Markus Dresen ein ausgezeichnetes Grundstudium gehabt und immer große Freude daran gehabt, mich mit Typografie, Gestaltung, Plakaten, Büchern auseinanderzusetzen. Ich war der festen Überzeugung, dass ich Grafikdesigner bin. Und als ich dann ins Hauptstudium kam, habe ich festgestellt, eigentlich ist Malerei viel spannender. Große Leinwände mit farbigen Kleckern, rummanschen. Super, ich will Künstler sein. War mein fester Entschluss. Und dann war ich im Atelier und habe natürlich gebrütet, das mit der Kunst ist alles nicht einfach. Man muss auch viel Denkarbeit leisten und nachgedacht und gemalt. Und irgendwie war es immer schwierig. Aber worin ich gut war, war den Leuten zu erklären, was ich eigentlich meine. Also ich war dann auf einmal der Typ, der vor seinen eigenen Bildern stand und ganz genau sagen sollte, wie das jetzt alles ist und was da passiert und wie ich das gemeint habe. Und so nach und nach hat sich herauskristallisiert, dass ich mit Worten ganz gut umgehen kann. Mein ganzes Umfeld, meine ganze Klasse hat tiefschürfende Kunst gemacht. Und ich war immer so der Typ, der irgendwie so da stand und mit den Leuten gequatscht hat und denen immer irgendwas erzählt hat, irgendwelche Storys von letzter Nacht oder so. Und das hat mich total fertig gemacht, weil ich mich selber nicht als ernstzunehmenden Künstler betrachtet habe. Ich dachte, ich bin eher so ein Quatschkopf. Und irgendwann im Studium ist es mir dann klar geworden, dass mir die Kunst vielleicht da auch eine Chance bietet. Mein Diplom lief dann im Prinzip so, also Diplome gehören dazu, das gehört
müsst ihr auch irgendwann machen. Eigentlich zeigt man so Bilder. Und was ich gemacht habe, ist eine Rede zu halten. Also ich stand genau hier in diesem Raum auf einer kleinen Bühne mit dem Mikrofon in der Hand und ich habe mir mein Diplom erquatscht. Ich stand die ganze Zeit hier und habe den Leuten was erzählt. Und mein Werdegang ging über ganz verschiedene Etappen, vom Grafikdesign über Malerei hin zu Performance. Das ist die Hauptaussage, was euch Freude bereitet, was euch Befriedigung gibt. In diesem Sinne, noch einmal herzlich willkommen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung.